Feine Sache! Ja, Freunde, schönes Rapszelt hier. Und ich würde sagen, los geht's, ne? Starten wir mal das Ganze hier auch. Schöne kleine. Hoppala. Ah, jetzt muss ich hier mal ein bisschen aufpassen. So. Naja, okay, ist das ein bisschen im Weg. Aber egal. Die Kamera. Naja. So, Freunde, wir sind auf Tour. Kleines Ründchen, keine Ahnung, wo er mich hier lang führt. Ich weiß auf jeden Fall, wo es hingehen soll. Oh, interessant. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Interessant. Okay. Ja, coole Sache. ich dachte, das wäre jetzt hier so eine befahrbare, naja, was ist befahrbar, ist es ja so oder so. Aber ich hätte jetzt gedacht, das ist hier so eine, wie heißt das? Asphaltierte Straße. Aber dass das plötzlich hier nach der Kurve in so ein, ach du ahnst es nicht. In so eine Schotterpiste ausartet, wusste ich nicht. Ja, cool. Genau, heute das Video, das dreht sich im Grunde. Ach, du ahnst es nicht. Im Grunde um. Das ist ein bisschen eklig hier zu fahren. Um mein neues Dekor an der Teneré. Ich habe es ja auf Instagram schon mal ein bisschen angeteasert, also ihr habt im Grunde nichts gesehen. Aber diejenigen, die es gesehen haben, also die nichts gesehen haben von dem Nichts, die wissen, was ich eigentlich im Grunde meine. Alter Schwede, Kinder. Wo habe ich mich denn hier hingefahren, du? Ein bisschen sandig. Ja, und haben wir wieder Asphalt. Ah, coole Sache. Muss ich mir merken? Falls ich das noch irgendwie auf die Kette bekomme. Ja, überleg mal. Ich überlege gerade, was passiert denn eigentlich, ja, wenn das Navi sagt, ja, fahr doch mal da lang und du mit dem Auto unterwegs bist. Ja, spannende Geschichte auf jeden Fall. Genau, ich wollte, ich komme nämlich jetzt auch gleich dahin, wo ich eigentlich hin wollte. Fahren wir hier nochmal über den Bauernhof. Ja, und dann zeige ich euch da nämlich auch gleich mal ja, das Design, mit dem ich, also das Design ist geil, mit der Qualität, ah, nicht so. Leider, leider nicht so. Dazu erzähle ich dann aber gleich noch was, wenn ich hier vorne irgendwie ein nettes Plätzchen gefunden habe. Bin auch noch mal auf dem Weg Richtung Trave. Richtung Trave. Können wir nicht hier eigentlich ein Foto machen? Hier so? So sieht es hier aus. Ja. Ich finde das Design mega cool. Jetzt, wo ich sehe sie tatsächlich zum ersten Mal auch in voller. In voller Montur, okay, das sieht schon ziemlich cool aus. Ich musste teilweise ein bisschen kämpfen. Vorne ist abgeschnitten, da gehört eigentlich noch ein oberer Teil hin. Da ist das Loch falsch ausgeschnitten worden. Insgesamt die Passform, schwierig, nicht so optimal, sage ich mal so. Ja, das Design, hoppala. Design ist von Brake Magazine, ein britisches Offroad-Magazin, quasi so ein Online-Ding. Design fand ich ziemlich geil, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, das muss ich auf jeden Fall haben.
nachdem ich das jetzt aufgebracht habe, muss ich sagen, nein, ich würde es nicht nochmal machen. Die Qualität des Schnittes ist, sagen wir, miserabel eigentlich. Du hast teilweise, wenn ich jetzt gucke, das Teil wurde anders geschnitten als das rechte zum Beispiel. Wenn man die übereinander legt, die passen halt nicht. Vorne musste ich ein Stück abschneiden, weil eins der Löcher hier für die Schrauben, und zwar das hier, genau das, war hier und viel zu groß und hätte eigentlich hier oben und kleiner sein müssen. Die ganzen Aussparungen für die Löcher sind alle richtig schlecht gemacht. Ja, ansonsten die Folie ist gut. Die Qualität des Prints sieht gut aus. Achso, ja stimmt, das war das erste, was ich bemängelt habe, nämlich, dass an einer Stelle der Print unter der transparenten Vinylschicht quasi, dass da ja irgendwie ein Kratzer drin ist und ein kleines bisschen ohne Farbe auf einer irgendwo weiter unten war das dann gewesen. Also den Aufkleber hatte ich eigentlich gesagt, hätte ich gerne einmal neu. Naja, und dann kam halt eins zum anderen und die anderen Sachen hatte ich noch gar nicht kundgetan und habe dann irgendwann keinen Bock mehr gehabt, weil das ganze Projekt läuft seit circa anderthalb bis zwei Monaten. Ich weiß es jetzt aus dem Kopf nicht mehr genau. Und man hatte mir versprochen, man schickt mir da was zu. Wurde aber bisher nichts draus. Dann habe ich eine 1-Sterne-Bewertung für die Aufkleber in deren Shop verfasst und prompt, siehe da, ich bekomme eine E-Mail. Und wenn ich sie richtig deute, bekomme ich ein komplett neues Sticker-Set. Da bin ich jetzt am Überlegen, was ich mache. Eventuell mache ich es nochmal neu, weil ich habe auch einige Stellen, da darf man nicht so genau hingucken. Da sind vielleicht die eine oder andere Blase zu finden. Ja, passiert mal, würde ich sagen. Ich bin jetzt auch kein Profi. Alles in allem war ich aber sehr zufrieden mit meiner Arbeit. Die ist ziemlich gut, muss ich sagen. So, und hier möchte ich einmal hin, einmal an die Trave. 10 Minuten sind das. Kleine 5 Kilometer, schon 15 Uhr. Dann werde ich die Trave überqueren, so oder so. Sehr wahrscheinlich nicht durchs Wasser. Mal gucken, weil habt ihr nicht gesehen, da war die Kamera noch nicht an. An einer anderen Stelle kommt man auch an einer Überquerung der Hauptstraße, der Bundesstraße müsste es sein, nee, Landstraße, oder? Nee, ist glaube ich sogar eine Bundesstraße. Da sah das sah sehr hoch aus und ich glaube, alleine werde ich mich das nicht trauen, da durchzufahren. Da habe ich einfach irgendwie zu viel Schiss vor, dass ich die Karre ins Wasser lege. Und das Gerät an sich ist ja schon nicht unbedingt so einfach aufzuheben, dadurch, dass der Tank hier oben sitzt. Alleine aus dem Wasser, wo man vielleicht nicht unbedingt so viel Grip mit den Füßen hat, glaube, das mache ich erstmal nicht. Ich werde es irgendwann auf jeden Fall machen. Das habe ich mir fest vorgenommen. Aber wie gesagt, das werde ich nicht alleine machen. Da muss ich mir mal irgendwie irgendjemand raussuchen. Also wenn ihr aus der Nähe seid und mal Bock habt, zusammen zu fahren und gemeinsam das Teil durchzufahren, vielleicht hat das ja auch schon jemand gemacht, man weiß es nicht. Dann ja, haut rein in die Kommentare mit dem ganzen Quatsch. Ne? Einfach Bescheid sagen, hier, lass fahren oder machen wir das. Ne? Und ehrlich gesagt habe ich die Qualität der Feldwege schlechter eingeschätzt, weil das... Okay, es hat gestern und vorgestern geregnet. Davor war es halt viel oder sehr trocken. Nicht viel trocken, aber... sehr trocken und...
Herzlichen Dank. Oh, hier muss ich gleich links rum, wa? Hier kommt man aber gar nicht mehr rum. Da! Zu spät. Na, das wäre ja geil gewesen, durchs Rapsfeld zu ballern, wa? Okay, er leitet mich anders. Naja, gut. Machen wir das so. Radwanderweg, ah ja. Ja, das ist die Odyssee gewesen mit der mit meinem die neuen Design an der Karre. Als ich das jetzt eben gerade so im Ganzen gesehen hatte und von ein bisschen Entfernung, sieht das schon ganz geil aus. Wenn man nicht weiß, wo man hingucken oder wo man nicht hingucken sollte, passt das definitiv. Jetzt so im Nachhinein, ja, was heißt zufrieden? Tendenziell zufrieden, ja. Vom Design her, ja. Das Verkleben und der Stress, den ich damit hatte und hin und her. Ich weiß nicht, ob es das wert war. Preislich gesehen war das okay. Es gibt schlimmere oder es gibt teurere. Gut, die wären vielleicht dann auch einfach wirklich passgenau gewesen. Aber ja, gut, ist nun mal so. Ich halt euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, was das mit dem Ersatz, mit der Ersatzlieferung mit sich bringt. Machen wir hier nochmal schön Raps. Da hinten ein bisschen dunkle Wolken, aber das haben wir heute den ganzen Tag schon, aber bisher kein Regen. Ja, und dann bin ich gleich mal gespannt, wie die Sache ausgeht. Und mit Audio habe ich das scheinbar beim letzten Mal irgendwie einen richtigen Treffer genommen. Gehabt. Das war ja gut, das klingt ja gut. Also war ich überrascht. Ich habe aber, muss ich sagen, ich habe tatsächlich jetzt das Audio direkt von dem Rode Sender genommen, weil der hat 8 GB, glaube ich, internen Speicher und den hatte ich so mal so eingestellt, dass er mal mit aufnehmen soll. Muss ich mal gucken, wie das beim nächsten Mal oder jetzt quasi aussieht. Weil heute irgendwie, ich hoffe, das ist gut, weil das Zoom H2N, das nimmt nicht so viel auf irgendwie im Moment. Sehr leise, obwohl ich das auch auf 10 gestellt habe. Ich weiß nicht. Ich hoffe, ja, mal gucken. Mal gucken, vielleicht finden wir ja auch Leute. Beim letzten Mal habe ich ja, glaube ich, den Franzosen oder sowas war das gesehen. Aber wir haben es jetzt auch schon 3 Uhr. Ich glaube nicht, dass wir hier heute noch jemanden treffen. Ich glaube, dafür bin ich ein bisschen zu spät. Ja, erstaunlich. Furztrocken hier, obwohl das 2 Tage teilweise gar nicht so wenig geregnet hat. Aber scheint die Erde aufgesaugt zu haben wie nichts Gutes. Beim letzten Mal, glaube ich, als ich lang gefahren habe, war das ein bisschen matschiger. Und ich würde sagen, nach vorne mache ich tatsächlich gleich noch mal ein kurzes Päuschen und zeige euch einfach noch mal die Karre. Opa, wie sie auf da. wie sie jetzt im Gesamten noch mal aussieht. Auch für mich. Ja, schön. Also es ist, ja, doch, ich freue mich irgendwie. Ich freue mich, dass das Thema erledigt ist, sehr wahrscheinlich. Vielleicht, wie gesagt, tausche ich noch 1-2 Sticker auf. Im Großen und Ganzen aber bleibt das so. Ich glaube, die großen Sticker vorne auf der Verkleidung, die bleiben. Weil das mit den ganzen Ecken und Kanten schon ein bisschen anstrengend ist. So, es sieht hier vollkommen anders aus. Ey, da ist ja nichts drin. Ha. Riskiere ich es einfach? Ich gehe mir das mal unten angucken. So, ich wollte erstmal hier das Mobile nochmal zeigen. Tada! Das sieht schon cool aus. Sieht schon cool aus. Aber zu viele Fliegen hier.
Reinstes Mückenparadies. Oh, ich weiß es nicht, Kinder. Mache ich das oder mache ich das nicht? Eigentlich, das ist ja ein Witz. Ja, Kinder, machen wir. Ich wage mich. Ein bisschen scheiße ist das. Ein bisschen sandig. Ja, nicht, dass ich genauso wegrutsche. So! Jawohl! So, und jetzt mache ich mich in Heimat. Geschafft. Jetzt muss ich nur mal gucken, wie viel wieder rauskommen. Ja, Kinder. In dem Sinne, feine Sache, dass ihr da wart. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder, ne? Ja, auf jeden Fall so, wie gesagt, feine Sache, dass ihr da wart. Und bis zum nächsten Mal, Tina. Ciao.